Smalltalk zu Gold, Facetten eines geschichtsträchtigen Edelmetalls im Naturhistorischen Museum zu Wien am 4. Oktober 2023. Es sprechen Carina Grömer, Archäologin des Naturhistorischen Museums, Alexandra Krenn-Leeb, Archäologin und Althistorikerin der Universität Wien, Hermann Mückler, Kultur- und Sozialanthropologe der Universität Wien und Robert König, Philosoph von der Universität Wien. Die erste Frage ist in der Aufnahme leider nicht mehr enthalten, da sie abgeschnitten wurde, deswegen wird sie hier nun wiederholt. Die erste Frage lautete: Uns ist allen klar, dass Gold wertvoll ist. Wir kennen den Goldstandard, sammeln Goldmünzen und sind überzeugt davon, dass es beständiger ist als zum Beispiel Bargeld. Warum ist aber Gold für uns ein Wert für sich, ein Wertmesser und aus ökonomischer und auch philosophischer Sicht überhaupt so wertvoll? Diese Frage erging an Robert König. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine sehr weitreichende zunächst mal gesagt. Und wenn wir nach dem Wert oder der Wertmessereigenschaft von Gold fragen, so zeigt sich darin ja schon etwas ganz Eigentümliches über den Menschen, nämlich auch aus philosophischer Sicht. Denn zunächst ist ja Gold nur etwas, das in der Gegend herumliegt. Es ist der Mensch, der quasi als Wertsetzer und Wertstifter, als Bedeutungsstifter da etwas hineinträgt und Gold umgekehrt dann zu so etwas macht, das irgendwie ja, Wert widerspiegeln können soll vielleicht. Und das mag unterschiedliche Gründe haben. Ja, ich meine, natürlich kann man es zunächst psychologisch-ästhetisch versuchen zu formulieren und sagen, ja, das ist eben ein farbiges Metall in einer sehr eigentümlichen Farbe, die sich auch untypisch abhebt von seiner Umgebung. Es ist glänzend obendrein, also hieraus mag sich auch die mythologische Bedeutung von Gold irgendwie spiegeln, denn natürlich schaut man da irgendwo die Sonne drin an, wenn man so möchte, jetzt gerade aus einer antik- oder ur- und frühgeschichtlich-mythologischen Sicht. Also da wird unmittelbar das Licht greifbar. Obendrein ist das natürlich sehr selten, dieses Zeug auch. Entscheidend ist aber, und das muss man sich ja mal vorstellen bei einem Menschen der Ur- und Frühgeschichte vielleicht, der entdeckt da etwas, das scheinbar unzerstörbar ist. Also Gold ist ja bei seinen vielen unterschiedlichen Eigenschaften vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit hat. Und dadurch erklärt sich sofort seine rituelle Bedeutung natürlich auch, neben seiner Seltenheit und dass darin natürlich mythologisch die Sonne, die ja überall vergöttlicht wurde, wiedergespiegelt ist. Da schaut man Unsterblichkeit an, da schaut man Unvergänglichkeit und damit das Göttliche irgendwo an. Also diese Korrosionsbeständigkeit neben natürlich seinen anderen Eigenschaften wie Duktilität, Legierbarkeit und so weiter mögen zu seinem Wertmaßstab beigetragen haben oder zu seiner Eigenschaft als Wertmesser beigetragen haben, denn Gold scheint zunächst etwas zu sein, das bleibt, nicht nur im mythologischen und religiösen Sinne, sondern tatsächlich auch im ökonomischen Sinne. Es verändert sich nicht, es löst sich nicht einfach auf, es rostet nicht und so weiter. Und das ist natürlich gerade in materialistischen Zeitaltern eine ganz entscheidende Sache. Natürlich, und das möchte ich jetzt noch hinzufügen, natürlich ist es aber auch so, dass gerade mit der materiellen Seltenheit und deren Aufladung auch eine aus sozialer Perspektive künstliche Seltenheit natürlich erzeugt wird. Denn genau aufgrund der mythologisch rätselhaften Aufladung und der materiellen Seltenheit wurde natürlich sehr rasch auch eine künstliche Seltenheit erzeugt, nämlich es war nur wenigen vorbehalten, überhaupt über Gold zu verfügen. Gold war das Symbol von Elitenbildung sehr rasch. Natürlich durch die mythologische Aufladung eine gewisse Vergöttlichung gewisser Menschen damit wiedergespiegelt, Sonnenkulte und andere dergleichen Aufladungen natürlich auch. Und das ist natürlich bereits, deutet auf eine seiner Schattenseiten auch hin. Also so würde ich zunächst auf diese vieldimensionale Frage antworten, woher kommt Gold als Wertmesser überhaupt? Auch die zweite Frage war noch in der Originalaufnahme abgeschnitten. Die Antwort ist allerdings schon vorhanden, deswegen sei hier die zweite Frage nochmals wiederholt. Darüber hinaus haben wir alle Assoziationen zu Gold. Es leuchtet, es fasziniert, es ist beliebt als Schmuck und zur Vergoldung von Gegenständen.
Frage an Carina Grömer: Welche ästhetischen Aspekte kann man dem Gold zuschreiben und warum überhaupt? Dass der Mensch sich ästhetisch mit Dingen umgibt, das begleitet uns in der Menschheitsgeschichte. Also das ist wirklich auch das, was den Menschen zum Menschen macht, dass man bestimmtes Bewusstsein hat, auch für Kunst, für Ästhetik. Spätestens seit Homo sapiens sapiens ist das so. Also wir kennen die frühesten Ausdruck von Kunst eben seit Homo sapiens sapiens. Also ich meine, die Venus von Willendorf, sie steht als vergrößerte Figur da und als Original drüben im Venuskabinett ist ja auch ein Zeugnis davon. Gold wird dann aber nicht von Jäger und Sammlern benutzt. Also die haben das entweder, ist ihnen das nie aufgefallen, dass das auch im Fluss oder irgendwo vorkommt, sondern eigentlich erst in den ersten Stadtkulturen, in den sesshaften Kulturen. Ab dann wird Gold verwendet, also seit ungefähr 6000 Jahren. Ich finde es ja wahnsinnig spannend, was man aus den ersten, also was überhaupt die ersten Goldobjekte sind von der Ästhetik her. Die frühesten Goldobjekte, die wir haben, da im Naturhistorischen Museum, sind ja diese Goldscheiben von Stollhof. Wir können dann später auch gern hinschauen und uns das Ding anschauen. Das sind so Scheiben mit so Knubbel dran und kein Mensch weiß, was das eigentlich ist. Also es ist kein dingliches Objekt, das irgendwie einen ersten Sinn ergibt beim Hinschauen, sondern es ist im Prinzip rätselhaft und das finde ich eigentlich total schön. Das gehört zu den unter anderem zu den ältesten Goldobjekten, die wir haben. Die überhaupt ältesten sind 6500 Jahre alt, die sind aus Varna. Das sind Bestandteile, die in einem Grab liegen, wahrscheinlich von einer männlichen Person. Das sind lauter so Scheiben, die um die Person liegen. Und was ich besonders entzückend finde, weil wir gerade bei Science Slam sind, also da gibt es ein bestimmtes Körperteil, das offensichtlich auch irgendeine Hülse hatte in Gold, befindet sich in männlicher Körpermitte. Also finde ich spannend, dass das eins der ersten ästhetischen Teile ist, das man mit Gold umhüllt hat. Ja, also das sei mal dahingestellt, was das dann auch wieder soll. Prinzipiell ist es natürlich so, dass der Mensch sich gern mit Gold umgibt, und zwar so ziemlich jede Körperzone, die man kennt, oder auch sonstige Dinge im Haus, außerhalb vom Haus, im Tempel, außerhalb von Tempel. Also Gold ist doch immer auch so ein Zeichensystem, ein Trägersystem. Und was natürlich die Sache ist bei Gold, und das hatten wir ja auch schon, ist wirklich die Korrosionsbeständigkeit. Es verändert sich eben nicht. Es korrodiert nicht. Weil wenn ich jetzt Bronze nehme zum Beispiel und das Ganze hochpoliert, dann schaut das auch irgendwie golden aus. Aber das verändert dann mit der Zeit seine Farbe. Wenn man es antapst durch den Schweiß, irgendwann wird es bräunlich, dann wird es grünlich und eben unansehnlich. Gold, da passiert es nicht. Und das ist vielleicht auch so ein Mysterium, kann ich mir vorstellen, für die frühen Menschen, warum das jetzt so ist, warum eben dieser Stoff sich so verhält und eben noch dazu ausschaut wie die Sonne. Also es muss schon sehr für die Leute was sehr Besonderes gewesen sein. So in, vor allem in den sehr, sehr frühen Zeiten. Und auch jetzt noch, ich meine, ich denke mal, einer der wertvollsten Dinge, die man haben kann, Ehering ist auch aus Gold, also meistens. Also es ist doch schon für uns auch jetzt noch, es ist, steckt irgendwie in uns drinnen. Also seitdem der Mensch Gold benutzt, steckt es in uns drinnen, dass das was ganz was Besonderes ist. Also so viel zur Ästhetik auch. Okay, darf man sich da zu Wort melden? Ich würde sagen, wir werden am Ende dann, werden wir noch Gerne das merken. öffnen. Ich möchte erst doch ein paar Fragen einmal sozusagen an alle richten. Jetzt ist da schon die Korrosionsbeständigkeit erwähnt worden. Das bringt uns ein bisschen auch zur Herstellung von Gold und überhaupt zur Metallurgie allgemein jetzt. Also wenn man so will, zur Materialität von Gold. Frau Krenleb, da können Sie uns doch sicher noch ein bisschen was dazu erzählen. Also wenn man jetzt Gold und Goldvorkommen, Lagerstätten, wie kommt man zu Gold, wenn man also in die Richtung ein bisschen auch forscht, dann wird man feststellen, dass Gold in Form von zwei großen Domänen eigentlich geborgen werden kann. Einerseits natürlich im Rahmen eines Bergbaus, das kann Tagbergbau, aber auch wirklich tief im Inneren, Erdinneren passieren, mit Untertagebau, aber auch das Flussgold. Das ist jetzt gerade schon mal angesprochen worden, das berühmte Seifengold.
dass man praktisch in den Flüssen am Prallhang praktisch wird immer Sediment weggezogen und lagert sich dann praktisch am Gleithang ab und in diesen Vertiefungen, Gold ist sehr schwer, das sinkt zu Boden und kann dort praktisch in Senken sich auch dann zusammenfassen. Und irgendwann ist das also auch beobachtet worden und man hat begonnen, auch aus den Flüssen, vor allem in der Prähistorie, vor allem aus den Flüssen das Gold zu holen. Es gibt allerdings auch Bergwerke, also gerade in Rumänien am Balkan sind also gerade in den letzten Jahren wirklich tolle Forschungsprojekte zutage getreten und initiiert worden, auch hier wirklich den Bergbau näher zu untersuchen. Und man erkennt, dass also eigentlich sehr, sehr früh schon wirklich eine sehr intensive Beschäftigung praktisch der Leute passiert ist, sich hier wirklich Gold auch in größerem Rahmen zu holen. Was natürlich von der Verfügbarkeit nicht immer in dem Ausmaß ist, wie wir uns das vielleicht heute auch vorstellen. Auch gerade was die Technologie betrifft, die im Hintergrund steht. Wir wissen, dass also in den Anfängen da gar nicht so viel Unterschied war, außer durch die Gewinnung über das Wasser. Beim Bergbau war weniger Unterschied zwischen Kupferabbau, der Bergbau, Silberbergbau, der Goldbergbau. Erst in der Spätbronzezeit hat sich das dann begonnen zu separieren und wir wissen, dass dann auch andere ökonomische Prinzipien gegolten haben, dass andere Distribution oder Verbreitungssysteme sich entwickelt haben und durchaus die Komplexität, wie man das gewinnt, hier so zugenommen hat und auch der Bedarf praktisch so zugenommen hat, dass praktisch das Gold Bergbau eine eigene Domäne geworden ist gegenüber einem Kupferbergbau zum Beispiel. Ja, also auch wenn wir schon gehört haben, dass das also eigentlich recht ähnlich dann ausgeschaut hat am Anfang, aber Gold hat eigentlich immer dann eine andere Beimessung bekommen und das ist natürlich dann auch sehr faszinierend geworden und letztendlich, wir gehen später noch darauf ein, wo es dann auch eingesetzt wird. Ja. Und wenn man das aber bis heute zieht, dann, ja, Gold ist endlich. Ja, wir werden das dann noch hören, das ist also irgendwann auch aus, und zwar recht bald. Danke dafür. Es wird schon angesprochen, wir werden da noch einmal drauf zurückkommen. Ich möchte jetzt aber auch noch einen anderen Aspekt noch einmal, und daher die Frage an Herrn Robert König hier, jetzt das der Farbe, der Glanz, die Seltenheit. Gold hat den Menschen immer schon bewegt und dabei sicherlich auch philosophisch inspiriert. Können Sie uns über auch die psychologische Bedeutung von Gold, aber vor allem dessen Rezeption in der Philosophie etwas erzählen? Also ganz salopp gefragt, finde ich bei Kant etwas über Gold? In der Tat, sogar an einer sehr prominenten Stelle. Ich werde das aber jetzt vielleicht nicht elaborieren, denn dann würde ich unser Podium kapern, glaube ich. Ja, und Sie müssten sich einen einstündigen Vortrag über Kants Kritik am ontologischen Gottesbeweis anhören. Da spielt Gold nämlich eine Rolle, ja, und zwar in Form von 100 Goldmünzen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, glaube ich. Vielleicht in der Diskussion dann. In der Tat hat aber die philosophische Rezeption von Gold oder die philosophische Interpretation von Gold sehr spät begonnen, vergleichsweise. Man würde nicht erwarten, dass es eigentlich erst, ich meine, es gibt Aussagen natürlich über Gold, aber wirklich Gold zum Gegenstand der Reflexion zu machen, finden wir zuerst vielleicht bei Aristoteles am ehesten. Also vergleichsweise spät, denn es wurde vor Aristoteles schon sehr viel gedacht eigentlich, ja. Ich werde darauf noch zurückkommen. Deswegen ist es, ich möchte zunächst auf den psychologischen Teil vielleicht eingehen mit ein paar Worten. Da ist es immer sehr interessant, sich nochmal an die von euch beiden auch erwähnte Dimension des Schimmerns, des Leuchtens und so weiter noch einmal zu kehren. Dass ja das Gold auch für unser Wahrnehmen so interessant zu machen scheint. Und wir können jetzt natürlich philosophisch und psychologisch fragen, warum eigentlich? Naja, weil Gold ja mit uns etwas ganz Interessantes tut. Gold führt uns direkt unsere primäre Bewusstseinsfunktion vor Augen. Das habe ich eh gerade gesagt, nämlich das Sehen.
Gold regt uns direkt dazu an, uns an der Tatsache zu delektieren und zu erfreuen, dass wir sehen können. Und das ist für sich natürlich dann schon sehr interessant für uns, dass es da etwas gibt, das uns unsere Fähigkeit zu sehen klar macht, durch ein sehr ausdrückliches Schimmern und Leuchten. Nämlich natürlich tun das andere Dinge auch, aber nicht durch dieses sehr eigentümliche und sich von anderem unterscheidende Schimmern und Leuchten. Deswegen ist es ja auch interessant, vielleicht um psychologisch diese Dimension hinzuzufügen, wenn man sich dann ansieht aus einer gewissen linguistischen Perspektive, wie über Gold gesprochen wird überhaupt, auch das Wort Gold selbst nämlich, stößt man sehr rasch darauf, dass das alles samt in vielen, vielen Sprachen mit Wurzeln zusammenhängt, die immer da mit dem Leuchten, dem Scheinen, dem Schimmern zu tun haben. Gold selbst geht auf so eine Wurzel Krell zurück ungefähr, da kommt übrigens auch Gelb, also die Farbe Gelb her. Ebenso aber in anderen Sprachen und Sprachfamilien sogar. Also denken Sie zum Beispiel, wenn Sie etwa slawische Sprachen hernehmen, ja, das im Russischen das Zoloto oder der Sloty, der polnische, nicht wahr? Immer bei Plosiven poppt, ich schiebe es noch weiter weg. Okay. Sie müssen damit leben, verzeihen Sie, ja, die Technik. Auch in anderen Sprachstrukturierungen des Goldes, etwa das Sloty ist auch das Leuchtende zunächst, ja, das Zahlungsmittel. Ebenso können Sie da in außereuropäische Sprachen gehen, etwa im Hebräischen können Sie das finden, im Griechischen können Sie das Chrysos oder das hebräische Harusch, mit dem es zusammenhängt, hat auch mit dem Leuchten zu tun. Und ganz schön, wie ich finde, das Lateinische, da man hat es nicht ganz bestätigt, aber dennoch scheint es so zu sein, dass das lateinische Aurum einen etymologischen Zusammenhang mit dem Orient hat, also das, wo die Sonne aufgeht, wo die Sonne beginnt zu leuchten. Und das hat man im Gold wiedererkannt, mehr oder minder. Also Gold ist das Material des Sonnenaufgangs für den Lateiner. Und das ist doch sehr schön, wenn Sie mich fragen. Das haben Sie auch etwa dann Mutatis mutandis, vorher hatten wir schon Währungen, die Sloty zum Beispiel haben wir auch im, das Aurum haben wir im Öre noch drinnen beispielsweise. Ja, also das setzt sich da überall fort und das hat alles mit dem Leuchten und Schimmern zu tun, psychologisch. Also das scheint uns zu faszinieren, irgendwo, dass da was blinkt und aufleuchtet. Jeder, der mal an einem Bahnübergang stand, an dem sich die Schranken niederließen, weiß, wie sehr das die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn plötzlich was zu blinken beginnt. Und das scheint mit Gold auch so zu sein, ganz simpel gesagt. Ich werde hier mal einhalten, um nicht zu lange zu reden. Den philosophischen Teil werde ich vielleicht später noch vertiefen können. Ja, gut. Nein, das ist sehr, sehr griffig auch das Beispiel mit dem Blinken jetzt gewesen hier. Es ist einmal kurz vorhin schon der Begriff der Symbolik auch gefallen hier in diesem Zusammenhang. Und vielleicht kann uns Frau Krenn-Leb noch ein bisschen mehr zur Symbolik des Goldes auch und vielleicht ein bisschen im rituellen Kontext und seiner Verwendung hier also erzählen. Also sozusagen wie im mythologischen und rituellen Bereich Gold eine Rolle spielt. Vielleicht kann man da ein Beispiel auch geben. Also der Robert hat es ja gerade erwähnt, es geht um Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, also Aufmerksamkeit erregen und wenn ich schon so ein wertvolles, sehr wertgeschätztes Material habe, dann setze ich das genau dort ein, wenn es schon so selten ist und schlecht verfügbar und wenn ich das schon habe, dann kommt das tatsächlich nur dort zum Einsatz, was auch wirklich in der Gesellschaft die Leute sehr, sehr bewegt. Und wir wissen, dass das in der Prähistorie Ritualpraktiken sind. Also Rituale sind wichtig an sich für den Menschen, weil sie geben Halt, sie geben Struktur. Sie sind natürlich auch ein Medium, muss man sagen, für Elite oder religiöse oder politische Führung, wenn man so möchte, um auch bestimmte Mechanismen in eine Gesellschaft hineinzutragen und sie wirklich zu manifestieren, zu festigen. Aber der Mensch ist an sich bereit immer für Rituale, das heißt also eine immer wiederkehrende Handlung, die immer wieder in gleichen Abläufen passiert, inszeniert oft mit einem sehr großen Performance-Charakter. Auch wir leben heute noch von diesen Ritualen. Denken wir in unseren Lebenszyklus, die Hochzeit und der Ehering ist jetzt schon angesprochen. Ja, das, was man sich einander dann schenkt, ist der goldene Ehering.
Wir haben es aber auch bei Initiationsriten, wo bei Beschneidungen zum Beispiel auch, oder eben auch beim Tod. Und das ist eines der wichtigsten Ritualgeber, wenn man so möchte, das Begräbnis an sich, ja, sehr wertvoll jetzt in dem Sinn, dass man wertgeschätztes Material auch mitgibt dem Toten, also noch einmal eine letzte Gabe praktisch, eine Wertschätzung mit in das Grab gibt. Und man sieht das, dass das vor allem dann bei einem Personenkreis passiert, der auch im Leben eine sehr, sehr hohe soziale Position innehatte, der also auch über Gold verfügt hat zu seiner Lebenszeit oder zu ihrer Lebenszeit und dann auch Gold mit ins Grab gekommen ist. Eine andere Variante, wo wir sie auch finden, wo Gold vorkommt, sind rituelle Deponierungen von Materialien, und da ist Gold immer wieder auch dabei, oder eben so, wie wir es jetzt hier haben in Ebrechsdorf, dass der gesamte Komplex praktisch aus Gold und Goldgegenständen gefertigt ist. Das ist natürlich eine maximale Überhöhung, wo ich tatsächlich etwas ganz Besonderes zum Ausdruck bringen möchte. Und für uns ist das natürlich in der Archäologie sehr spannend, diese Zusammensetzung dieser Gegenstände dann zu analysieren und herauszufinden, ja, was war da für eine Handlung eigentlich im Hintergrund, warum wurde das dann der Erde übergeben, nicht unbedingt immer versteckt. Das lässt sich also hier teilweise sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das also keine Aufbewahrung und Verstecken vor Feinden oder so etwas ist, sondern eine ganz bewusste Inszenierung, wo ich etwas vielleicht einer transzendenten Person oder Welt oder einem Wesen auch praktisch mitgeben möchte. Und wenn man diesen Ritualpraxis-Hintergrund dann näher beleuchtet, dann sieht man eigentlich auch vieles, hat man Einblick in das damalige Leben, wie das auch abgelaufen sein kann. Und man sieht natürlich auch die Möglichkeiten, die gewisse Elite-Personen vielleicht gehabt haben. Denn Rituale sind natürlich auch leider ein sehr gutes Mittel zu manipulieren. Also das kann also auch in die falsche Richtung ausgehen. Aber wir sehen an und für sich, dass besonders wertvolle Sachen auch mit Gold noch einmal überhöht werden. Und wenn sie es nur drauf geben, zum Beispiel beim Hort von Nebra, über die Schwerter, um sie noch zu erhöhen, eben hier auch noch eine Goldumwickelung. Nicht nur die Scheibe hat Gold, sondern auch andere Gegenstände haben Gold, und damit sind sie gleich noch einmal wertvoller, wertgeschätzter. Danke auch für die Beispiele hier. Also Kult, Ritual ist hier jetzt schon angeklungen. In Ritualen und Kulten spielt natürlich Schmuck und Kleidung eine Rolle. Frau Krömer, wenn wir zur Kleidung kommen, können Sie uns ein bisschen was über die Verwendung von Gold als Schmuckobjekte und auch in der Verarbeitung in Textilien vielleicht hier ein bisschen was erzählen? Ja, also prinzipiell ist eins meiner Forschungsprojekte, mit denen ich mich ja beschäftige, ist ja die visuelle Kodierung von Menschen eigentlich seit der Urgeschichte bis heute, also wie man sich darstellt und was das quasi für sich selbst, aber auch für das Gegenüber dann eben ausmacht, also wie man seine Identität, aber auch die Gruppenidentitäten darstellt. Und da sind natürlich Objekte aus Gold, Schmuckobjekte, ein sehr wichtiges Zeichensystem, das einfach nonverbal mitteilt, wer man ist, was man hat, welchen Status man hat innerhalb der Gesellschaft oder auch welche Funktion man hat. Also ich denke nur, wenn man jetzt irgendwelche kirchlichen Würdenträger sich überlegt, die eben spezifische Symbole an sich haben, so ein großes goldenes Kreuz oder sonstiges, dann weiß man gleich einmal, wohin damit gedanklich, selbst wenn man die Person selber nicht kennt. Und derartige Zeichensysteme gab es auch schon immer quer durch die Geschichte und wurde natürlich dann auch innerhalb der Gesellschaft erkannt. Für mich interessant ist natürlich auch dieses Zwischenspiel zwischen eben irgendwelchen metallenen Objekten, die man da so als Schmuck oder als Kleidungsbestandteil am Körper trägt, und dem Menschen selbst, beziehungsweise dann eben zwischen Mensch und Schmuckobjekten Textilien, die man da so an sich hat, die dann oft ein Hintergrund bilden für
die strahlenden Goldobjekte, weil ich würde zum Beispiel einen goldene Fibel oder goldene Schmuckstück nicht auf irgendeinem sackartigen Leinending tragen. Das wirkt nicht, das geht nicht, das passt nicht zusammen. Und soweit wir es feststellen können, wurde das auch nicht so benutzt, sondern auch die Farben von Stoffen, alles wurde auch komponiert. Also es wurde auch der Performance-Charakter immer auch mitgedacht und mitgebracht bei all diesen Dingen. Und meine ganz Lieblingsobjekte sind dann natürlich Stoffe, Textilien, Kleidungsstücke, wo Gold eingearbeitet ist. Also da muss ich ja da auf das da verweisen, dieses komische Knödel da oben. Das schaut jetzt noch nicht wirklich viel aus, aber wenn ich es jetzt mal mit Gollum von Herr der Ringe sagen kann, das ist mein Schatz. Also das ist wirklich... Das ist wirklich beim Goldschatz von Ebrechtsdorf, das ist nämlich unser Titelbild hier, also der ist für diejenigen, die das nicht kennen, ungefähr 3100 Jahre alt. Wir finden ihn auch bei uns im Goldkabinett und von all diesen Gegenständen, die man da sieht, Schmuckstücke, eine zerdrückte Goldschale, ist wirklich das da oben eigentlich für mich sowieso, aber ich glaube auch für die damalige Gesellschaft das Wertvollste. Das sind unheimlich feine Goldfäden, die so 0,5 bis 0,7 mm breit waren. Und das sind mehr zwischen 300 und 500 Meter Goldfaden und die waren eingewoben in ein Textil. In dem Zustand natürlich ein bisschen schwierig zu erkennen, aber Sie müssen sich das so vorstellen, wie zum Beispiel man es von liturgischer Kleidung kennt, also so Kleidungsstücke, die über und über mit Goldfäden bestickt sind. Also wenn Sie das im Kopf haben, stellen Sie sich vor, Sie nehmen so ein Stück Stoff, das komplett mit Goldfäden bedeckt ist, dann legen Sie das zusammen und rollen Sie das zusammen, paketieren Sie es und wenn dann 3100 Jahre drüber gehen und alles, was eben organisch ist, dann verwest, dann bleibt eben das da übrig. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, von der Technik der Herstellung ist es für die damaligen Verhältnisse der völlige Mega-Wahnsinn, aber auch wahrscheinlich von der Benutzung. Wir haben aus dieser Zeit, also ungefähr vor 1100 vor Christus, haben wir nur sehr wenige Quellen, die eben etwas erzählen über Textilien mit Gold. Also es kommt zum Beispiel in der Bibel vor, in Exodus 36, glaube ich, eben diese golddurchwirkten Gewänder. Oder auch bei Homer in der Odyssee kommt es vor, wenn da von diesen mit goldenen Fransen versehenen Kleidungsstücken der Athener geredet wird. Und da ist immer ganz klar, dass diese golddurchwirkten Gewänder, das sind das Höchste vom Höchsten, das Wertvollste, nur Göttern und Königen überhaupt würdig. Und das finde ich sehr spannend. Also schon allein diese golddurchwirkten Gewänder sind ein Topos, da muss nicht einmal dabei stehen, wer das ist. Da weiß man sofort, das muss ein König, ein Gott, ein hoher Priester oder sonst irgendwas sein, geht gar nicht anders. Ein anderer darf das gar nicht haben. Und das finde ich auch sehr interessant, weil diese Goldfäden und diese Goldtextilien, die wir da finden in unserer Zone, sind älter als die ältesten Schriftquellen, die so rund um 900 vor Christus aufgezeichnet worden sind. Sie sind auch älter als die ältesten golddurchwirkten Gewänder, die wir aus der mediterranen Zone kennen. Also da wirklich bei uns inzwischen Westungarn und eben Österreich, Bayern, kommen um 1200 bis 1100 vor Christus solche hochwertigen Dinge vor. Und das, da braucht man noch viel Forschung, was das genau bedeutet, wofür sie verwendet worden sind, weil blöderweise finden wir sie eben paketiert. Also das ist jetzt was, was mich ein bisschen stört daran. Aber wir arbeiten dran, da noch mehr Sinn rauszubringen. Aber ich muss nur sagen, mein Schatz. Also, okay. Also werde ich zum Gollum. Okay. Ich möchte das jetzt ein bisschen brechen auch und eine Frage jetzt nämlich an alle drei gleichzeitig richten vielleicht. Wir alle haben natürlich die Schlagworte goldenes Zeitalter, Morgenstund hat Gold im Mund und so weiter. Ich könnte das jetzt endlos fortsetzen und so. Also, aber Gold hat eben auch in mehrfachen übertragenen Sinn Bedeutungen. Aber ganz konkret jetzt, weil ich will ein bisschen was hören von Ihnen auch persönlich. Welche Bedeutung hat es für Sie persönlich, Gold? Wer auch immer jetzt dazu was sagen will. Sie müssen nicht alle drei was sagen. Mir fällt schon was ein. Also ganz ein anderer Aspekt eigentlich noch. Also wenn du mich so fragst, warum
trage ich Gold? Also ich trage Gold tatsächlich lieber als Silber, aber es ist ein ganz anderes Problem, es ist hautverträglicher. Stimmt, und das heißt, wir haben da also auch eine, ich möchte jetzt nicht sagen antiseptische Wirkung, aber im Prinzip diese beigemengten, wenn man das also jetzt analysiert, Spurenelemente sind nicht so schlagkräftig wie bei anderen eben Metallen, wo das dann korrodiert und wo das dann zu Reizungen und Entzündungen führt. Und das wurde offenbar auch schon in der Prähistorie entdeckt, denn wir haben beispielsweise eine Prothese, eine Zahnprothese, die ist ein, sogar, glaube ich, hier im Naturhistorischen Museum. Maria Teschler-Nicola hat das mal vorgestellt. Ich meine, es war eine etruskische, wo hier ein Schweinezahn umgemodelt worden ist als Zahn, aber um das zu befestigen an den anderen Zähnen, wurde dann tatsächlich Goldblech genommen, weil das ja eben dann keine Probleme mit dem Zahnfleisch und mit Entzündungen liefert. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, was vielleicht beobachtet worden ist, dass Gold hier durchaus sehr verträglich wird. Ja, wenn ich vielleicht mir erlauben darf, hier gleich direkt anzuschließen. Ich bin sehr dankbar für die Perspektive, die du gerade hinzugefügt hast, noch auch zu dem, was du vorher nochmal hervorgehoben hast, nämlich die, wir haben jetzt über Gold ja sehr viel gesprochen. Einerseits aus der Perspektive, es ist etwas sehr Besonderes, es ist etwas Würdevolles, etwas religiös, mythisch, rituell Aufgeladenes und dergleichen mehr, auch etwas ökonomisch Wertvolles natürlich, dadurch und damit. Jetzt auch haben wir andere Nutzensfunktionen davon noch gehört, nicht wahr? Es ist hautverträglicher vielleicht, es wird ja auch in der Medizin heutzutage noch eingesetzt, nicht nur in der Elektronik zum Beispiel oder sonst etwas, wenn es um seinen Nutzen geht. Oder in der Astronomie, sehr, gäbe es sehr interessante Erzählungen über Sondenplaketten. Vielleicht kennen Sie die Pioneer-Plakette oder die goldene Schallplatte der Voyager-Sonde. Ja, das fliegt überall da oben rum, das ist alles aus Gold. Und nicht zuletzt natürlich aufgrund der Korrosionsbeständigkeit wieder. Aber darüber will ich jetzt gar nicht sprechen, sondern ich möchte auch eine zusätzliche Perspektive für mich und für das, wie ich Gold sehe, auch hineinbringen. Nämlich eine eher düstere. Gold ist ja auch stets ein Gegenstand der Düsternis gewesen, nicht wahr? Also ich möchte da vielleicht, wenn ich gefragt werde, was Gold für mich bedeutet, mit meinem, ja, vielleicht meiner liebsten Erzählung, die sich auf Gold bezieht, antworten, die Sie alle kennen. Es ist der Mythos um König Midas. Also hier sehen wir auch sehr rasch, dass vor Gold als Gefahr gewarnt wird, ja, und vor allem davor, Gold nicht als ein Mittel zu etwas zu verwenden, sondern als Zweck unseres Handelns zu betrachten. Das hat ja Midas letztendlich getan. Er hat Gold nicht als Mittel, sondern als Zweck angesehen, den er überall verwirklicht sehen wollte. Naja, und das gelang ihm dann auch nicht, wa? Zu seinem Nachteil. Und das finden wir ebenso sehr früh schon. Heute wurde das Alte Testament schon erwähnt oder das Erste. Sie finden auch bei Jesaja schon, bei 55, glaube ich, irgendwo die Aussage, auch wer kein Gold hat, soll kommen, zum Herrn nämlich. Ja. Also das ist auch ganz wichtig, um das zu konterkarieren, dass man sozusagen auch religiöse Würdigkeit nicht unbedingt durch Gold zum Ausdruck bringen muss. Also das sehen wir auch schon in sehr frühen Texten. Jesaja ist doch einige Jahrhunderte vor Christus wahrscheinlich geschrieben worden. Aber auch zu neueren Tagen, ja, auch da wird Gold als Düsternis, als Symbol der Düsternis aufgebaut, ja, und damit der moralischen Verantwortung auch. Denken Sie, also für mich sehr stark das Bild, denken Sie an Paul Celans Todesfuge, ja, wo das goldene Haar gerade als die Bedrohung und als das Haar der Mörderin aufgebaut wird. Und da heißt es tatsächlich, dein goldenes Haar, Margarete. Ja, und also das kennen wir auch über die Zeiten hinweg, dass Gold als Repräsentant von Gewalt, von, wie ich heute schon sagte, wie wir alle schon sagten, von Segregation, von Unterdrückung, von Ausbeutung und von Mord letztendlich auch aufgebaut wurde. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Und das halte ich für sehr wichtig, wenn ich nach meinem Bezug auch gefragt werde, ja. Da muss ich gleich. Ja, bitte. Da fällt mir nämlich, da habe ich jetzt sofort eine Assoziation gehabt, James Bond Goldfinger. Mhm. Also die goldüberzogene Dame. Also das ist auch dieses Dekadenz, Reichtum und auch dieser, ja, sehr eigentlich völlig abstruse Sache, jemanden mit Gold zu töten. ja, aber diese
Zweischneidigkeit. Auf der einen Seite dieses sehr, sehr, sehr positiv und überhöhte und symbolisch wertvoll Luxus, der Wahnsinn, man will es unbedingt haben. Und dann auf der anderen Seite, wenn es dann zu viel wird. Also das ist wirklich so die Sache. Also wenn man sich zum Beispiel denkt, so diese verklärte Besinnung auf irgendwas angeblich Besseres, also wenn schon alleine das goldene Zeitalter des Hollywood-Films mit Liz Taylor und bla bla, oder wenn man sich jetzt anschaut, diese Gangster-Rapper da mit diesen 50.000 Goldketten, wo es dann irgendwie irgendwann mal zu viel ist. Also da muss ich schon sagen, es gibt so schon dieses Zweischneidige. Aber ich muss sagen, bei mir persönlich, da ist schon der Schatz. Ja, aber selbst bei Herr der Ringe ist es doch so, dass Gold auf der einen Seite eben wirklich das, was man haben will und was gut ist und was wertvoll und schön ist, und dann auf der anderen Seite das, was das wirklich Verderben bringt. Ich sag nur Gollum. Wobei ich da, wenn ich kurz darf, den armen Tolkien in Schutz nehmen möchte. Wir lesen nämlich, ich glaube, im Hobbit irgendwo, gedeckte Tafeln, an denen wir singen und lieben, sind wertvoller als alles Gold, das wir finden können. Okay, gut. Also, ja, also wir kommen jetzt vollkommen in die Fälle, also ich sehe, es sind wirklich Firmen, auch was die Populärkultur und Literatur betrifft hier und so. Kommen aber jetzt noch einmal zurück und ich bleibe gleich bei Frau Carina Grömer. Wenn Sie Gold finden, was für Aussagen zu den Lebensumständen der Menschen in der Vergangenheit lassen Goldfunde zu? Also jetzt haben wir hier schon Archäologen und Prähistoriker und so. Also müssen wir eigentlich in die Richtung schon auch ein bisschen präziser noch. Ja, einstellen. Natürlich. Also ich meine, prinzipiell muss man ja sagen, Gold ist eigentlich sinnlos, weil man kann es nicht essen. Also wenn man jetzt den Khaled Hakami in Kultur- und Sozialanthropologie fragen würde, dann würden sehr primitive Gesellschaften, also Entschuldigung, präindustrielle Gesellschaften mal sagen, Gold kann man nicht essen, braucht man nicht. Ja? Das heißt eben diese, ja, wahrscheinlich ist es auch nicht zufällig, dass eben gerade Gold dann beginnt wichtig zu werden für die Gesellschaften eigentlich so ab der Kupferzeit, also ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich als Gesellschaft, als Menschengruppen anfängt, Dinge anzuhäufen, die quasi sinnlos sind, um quasi etwas darzustellen. Also nennen wir es mal so ganz brutal, das ist so. Und wir finden es dann archäologisch eben in den Gräbern als Marker für einen bestimmten Status, was uns dann als Archäologen dann wieder erzählt, ja eben, da gibt es Menschen, die haben eben viele Gefäße, viele was Gott was alles mit und eben auch Gold, und andere haben gar nichts mit oder nur Gefäße und vielleicht ein bisschen Bronze. Also es ist schon eine Aufgliederung der Gesellschaft. Also Gold erzählt uns primär auch über frühere Gesellschaften, wie denn die so getickt haben und dass sie eben nicht alle gleich sind. Weil der eine hat Gold, der andere hat kein Gold und offensichtlich wollte man Gold haben. Und dann natürlich auch die Konflikte, die sich daraus ergeben, um eben das Gold zu kriegen oder auch nicht. Oder auch die Handelswege, die Beschaffung des Goldes, die Handelsnetzwerke, dass bestimmte Gegenden dann sehr reich werden, weil es eben dort Gold gibt und man sich dort quasi besorgt und jeder das haben will. Und das reicht ja bis in jüngere Geschichte. Also wenn ich jetzt das Amerika vor ein paar hundert Jahren so als jüngere Geschichte bezeichnen darf, also als Urgeschichtler ist das quasi vorgestern gewesen, der Goldrausch, also dass man, was man da auf sich genommen hat, um eben zu diesem Metall zu gelangen. Wir wissen nicht, ob es auch einen Goldrausch in der Prähistorie gegeben hat. Möglich ist es, weil das eben so quasi großes Verlangen quasi, das zu kriegen, ja, hatte. Und wir finden vor allem in der Bronzezeit doch etliches an Gold in gewissen Gräbern, in gewissen Gegenden, was uns dann wirklich sehr viele Rückschlüsse zuzieht. Aber das würde ich dann auch gern an die Frau Dr. Krenn-Leb dann weitergeben, also diese Handelsnetzwerke. Ja, Stichwort Handelsnetzwerke würde ich gerne aufgreifen hier, vielleicht auch zusammen noch mit der Weiterverarbeitung von Gold auch hier, aber ja, Handelsnetzwerke. Lassen sich aus Goldfunden frühe Handelsnetzwerke rekonstruieren? Also und wenn wir, ja, ich gehe davon aus, dass es ein Ja ist, natürlich. Ja. Was kann man da vielleicht dazu sagen? Also wenn man das jetzt in dem Sinn
mal jetzt abkoppelt noch von der Verarbeitung her, weil da möchte ich schon noch ein bisschen drauf eingehen, muss man schon klar und deutlich sagen, dass also wirklich eine irrsinnig große Mühe auf sich genommen worden ist, um das zu bekommen. Und gerade wenn wir die Bergbautätigkeit, die frühe, uns anschauen, die mit Gold dann zu tun hat, dann sieht man auch, dass da ein ungeheurer Personeneinsatz auch da war, der offensichtlich aber kein Problem dargestellt hat. Das heißt, es muss hier eine doch sehr stark hierarchische Gesellschaft da sein, die verfügen kann über eine große Menge auch an Leuten, die auch gezwungen werden müssen, das auch durchzuführen, oder aber so motiviert sind, dass sie das möglicherweise mit einem kultisch-religiösen Hintergrund auf jeden Fall wollen und selber so motiviert sind, das also auch wirklich durchführen zu müssen. Dass da aber unterschiedliche Ebenen und geistige Hintergründe da sind, sehen wir zum Beispiel in Spanien auf der Iberischen Halbinsel, hat es tatsächlich, als das dort ist relativ spät, um 3100 vor Christus, erst Gold im Bergbau vorhanden. Und da haben sich tatsächlich zwei verschiedene Domänen herauskristallisiert mit unterschiedlichen Technologien, die aber auch unterschiedliche Perspektiven hatten. Die einen sind dann Richtung, ja, der Anglikan, heute England und so weiter, dieser bretonischen Welt, und die andere Richtung ist Richtung Mittelmeer gegangen. Und die haben also auch unterschiedliche Verarbeitungen gehabt, unterschiedliche Gegenstände, die da wichtig geworden sind, weil das großteils auch im rituellen Kontext eingebunden war und dann dementsprechend auch andere Objekte, Artefakte auch hergestellt worden sind. Für uns interessant ist, dass es technologisch auch ein bisschen sich verändert hat und da also unterschiedliche Wege bestritten sind. Und da möchte ich also noch ein bisschen eingehen, was bedeutet eigentlich die, neben der Gewinnung, wo wir ja sehr wenige, wenn wir nicht gerade die Stollen haben und den Nachweis, dass da Gold drinnen ist, am Anfang sehr wenig Unterschied haben in den Hinterlassenschaften, denke man an den Kupferabbau, wo wir genauso Sichertröge haben, wo wir wahrscheinlich also auch genauso Holzarchitektur haben, die wir heute teilweise nicht mehr finden. Manchmal haben wir noch Glück und wir finden einen Holzkasten oder wir finden Zimmerungen etc. Aber erst später wird sich das auseinander, also in der Spätbronzezeit, da dividiert sich das dann wirklich auseinander. Und in der Verarbeitung ist es tatsächlich so, dass bei Gold hier ein deutlich, wie soll man sagen, ein ganz anderer Zugang als zu einem relativ groben Zinn oder Kupfer, das man zu Bronze dann legiert. Bei Gold läuft das doch ein bisschen anders ab. Man hat zwar vielleicht beim Schmelzprozess nicht so den großen Unterschied, aber in der Verarbeitung dann, wenn es an die Goldverarbeitung geht, habe ich nicht so viele Möglichkeiten, weil Gold extrem weich ist und ich kann praktisch nur dünnes Goldblech herstellen und aus diesem dünnen Goldblech vielleicht auch noch Drähte. Und wir haben hier das Phänomen auch dieser sogenannten Endlosdrähte, das muss ich oder möchte ich Ihnen erklären, weil das ist eine sehr interessante Überlegung, das herstellen zu können. Und das heißt, das sind Drähte, die haben keinen Anfang, kein Ende. Wie macht man das? Man produziert einen kleinen langen Streifen und macht einen Schlitz in den Streifen. Das ist nur ein dünnes Goldblech. Und dann fängt man an, dieses Goldblech zu walzen, zu drehen. Und das wickelt sich herum und dann entstehen ein Doppeldraht, der kein Anfang, kein Ende hat. Ja? Also eine ganz interessante Geschichte von der Herstellung her. Das ist aber wirklich sehr häufig gemacht worden. Man sieht das dann gerade mit dem Zeithorizont von Ebrechtsdorf. Wir haben diese Kettenglieder, das sind alles Endlosdrähte. Die haben also keinen Anfang, kein Ende. Die sind schon vorneweg konzipiert worden. Wie lange ist das Blechstück? Wie lange wird dann automatisch diese kleine Spirale, das ist so gedreht worden, und die sind dann ineinander gehängt worden. Und da sehen wir schon wieder ein Phänomen, das kann ich, und da komme ich jetzt zu den Handelsnetzwerken oder zu dieser Kommunikation, die eigentlich hier stattgefunden hat.
Wir können solche Kettenglieder zum Beispiel bis zur Iberischen Halbinsel auffinden, die genauso in solchen Kontexten auch deponiert worden sind, also nicht in jetzt einem Grab, sondern tatsächlich in Niederlegungen, die sehr ähnlich auch ausschauen wie in unserem Raum oder sogar noch in den ungarischen Raum hinein. Und das ist für uns jetzt sehr interessant, weil wir dann auch eine mögliche Verbindung hier auch sehen, Netzwerke, die da schon existieren. Das muss jetzt nicht eine Person sein, die da dann bis zur Iberischen Halbinsel gewandert ist, sondern das sind Tauschsysteme, die da aufgebaut werden, die dann funktionieren, die also in bestimmte Richtungen gehen. Und wenn wir uns gerade unseren Goldfund von Ebrechtsdorf anschauen, dann haben wir auch diese schöne Schale, die da vielleicht also auch jetzt wirklich ganz prominent da ist. Und diese Schale von ihrer Verzierung, von ihrer Motivik her, die weist wiederum eher in die in den nordeuropäischen Raum. Also die geht eher nicht so mit den spanischen oder auf der Iberischen Halbinsel mit diesen Schalen zusammen. Das heißt, wir sehen innerhalb eines Komplexes unterschiedliche Richtungen von Verbindungen, von Netzwerken, die hier funktioniert haben. Und man sieht aber auch, dass, auch wenn das jetzt 1000, 2000, 3000 Kilometer entfernt ist, dass hier sehr ähnliche geistige Hintergründe da gewesen sein müssen, vergleichbare rituelle Praktiken da gewesen sein müssen, weil auch dort ein Ornat gefunden ist und auch dort diese Kettenglieder und auch dort wieder die Schale, die ja für die Libationshandlung, also für Trink- und Trankhandlungen da sind, ganz ein wichtiges Instrument gewesen ist. Und das ist dann für uns total spannend, weil wir dann Verbindungen sehen, die, ja, also wenn man es plakativ sagt, eigentlich unserer heutigen EU auch entspricht. Also ich habe mal so einen Vortrag gehalten, dass eigentlich diese Konzeption der EU bis auf die Bronzezeit eigentlich schon zurückgeht. Ja? Davor weniger, aber das in der Bronzezeit könnten wir uns schon treffen. Also das ist jetzt eigentlich ein sehr gutes Stichwort insofern, weil es ein bisschen auch überleitet zur Gegenwart und ich möchte jetzt, ich muss einfach ein bisschen auf die Zeit schauen, wir sind schon ein bisschen fast schon mit Überzeit, aber wenn wir jetzt in die Gegenwart auch gehen und ich würde das auch gern verknüpfen, es ist ja schon angeklungen, dass Gold ja nicht immer nur schöne, sonnige und leuchtende Seiten hat und so. Vielleicht, Herr Robert König, können Sie uns auch ein bisschen über die ethischen Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit Gold, mit dem Abbau von Gold auch, vielleicht auch mit bestimmten machtpolitischen und sozioökonomischen Kontext in Zusammenhang mit der Goldindustrie da ergeben. Dass man, meine Idee dazu war eigentlich, am vergangenen Montag war in der New York Times ein Artikel über Gold, direkt Titelseite und erste Innenseite, wo es ging um die Umweltzerstörung, die durch das Auswaschen von Gold, also Vergiftung von Flüssen und ähnliches, hier am Beispiel von Surinam in Südamerika präsentiert wurde. Ja, vielen herzlichen Dank, also auch vor allem für diese Perspektive noch. Ja, ich denke, das darf man nicht vergessen. Ich möchte da zweierlei darauf antworten, etwas Kurzes, eher Abstraktes und dann etwas Konkreteres vielleicht. Ja. Das Abstrakte aus ethischer Perspektive ist etwas sehr Altes im philosophischen Sinne, im urfrühgeschichtlichen Sinne nicht, aber also es war vorvorgestern vielleicht, also so in der griechischen Antike. Und in diesem Sinne muss man sagen, schon damals hat man sich Gedanken darüber gemacht, was denn Gold, sobald es in vor allem den ökonomischen Prozess überführt wird, für eine merkwürdige Eigenschaft annimmt, wenn man es als Maßstab dafür nimmt, alles gegen alles zu tauschen. In anderen Worten, wenn man Geld daraus macht letztendlich. Ja. Das geht bei, ich habe es vorher erwähnt, bei Aristoteles los und Aristoteles warnt schon vor einer sehr möglicherweise sehr problematischen ethischen Konsequenz für unser Zusammenleben, die wir dann immer wieder betont finden in der Geschichte, in der philosophischen Auseinandersetzung über die Geistesgeschichte hinweg, nämlich, ich möchte das jetzt nur kurz sagen, nämlich, dass wenn wir etwas so völlig Abstraktes wie Gold letztendlich, von dem wir ja schon vorhin sagten, eigentlich ist das ja nur mal was, das rumliegt,
hernehmen und auf Basis irgendeiner Symbolhandlung, die wir daran vornehmen, sei sie luxusbedingt, nutzensbedingt, sonst etwas dergleichen, zu einem Wertmesser machen, dann sagt uns schon Aristoteles, und andere haben das wiederholt, wir müssen dabei aufpassen, dass wir nicht die gesamte Lebenswirklichkeit, in der wir uns aufhalten, an diesem Messinstrument dann beginnen zu messen eben. Ja. Also Aristoteles warnt schon davor, unsere gesamte Lebenswirklichkeit, in anderen Worten, am Goldstandard zu messen. Ja. Denn der hat den überlegt bereits. Ja. Und später wurde das natürlich aufgegriffen, ich habe vorher schon erzählt, die Idee, Gold nicht als Mittel, sondern als Zweck unseres Zusammenlebens zu betrachten. Das haben sie zum Beispiel auch am Beginn des 20. Jahrhunderts bei Georg Simmel in seiner Philosophie des Geldes noch immer mit denselben Argumenten wie bei Aristoteles vorgeführt. Also das hat sich nicht verändert. Das finden Sie sogar, Mutatis Mutandis, finden Sie das bei Marx im Kapital genauso argumentiert wie Aristoteles. Das schon, Marx lobt Aristoteles auch für diese Einsicht dort und so weiter. Also das ist die eine eher abstrakte Seite. Kurzum, wir müssen uns davor hüten, unsere Lebenswirklichkeit bloß noch quantitativ zu fassen, also an Mengen zu messen, die wir dann in Gold repräsentiert sehen sozusagen. Das zerstört vieles an den Möglichkeiten unseres Zusammenlebens, kurzum gesagt ethisch. Das war die abstrakte Seite. Die konkretere Seite, wenn es um Bergbau und Ähnliches ging, Sie haben die Umweltzerstörung dankenswerterweise erwähnt, also da geht es vor allem zum Beispiel um Quecksilberverseuchungen und so weiter, die im Goldgewinnungsprozess dann stattfinden. Das ist eine ethische Konsequenz vor allem des Bergbaus. Sie haben es vielleicht auch in der letzten Woche war das auch in den österreichischen Nachrichten kurz Thema Goldminenarbeit. Natürlich auch, da gab es in Simbabwe wieder ein Grubenunglück in einer Goldmine, bei dem es Todesopfer gab und so weiter. Also auch da, es arbeiten doch, soweit mir jetzt in der Recherche bekannt wurde, 20 bis 30 Millionen Menschen auf dieser Welt in der Goldindustrie im entferntesten Sinn und so auch im Bergbau. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Die Frau Kollegin hat das erwähnt. Ich bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage. Ich glaube, von 57.000 Tonnen, die verfügbar sind, geht man momentan 54.000, die verfügbar sind momentan in der Erdkruste für uns erreichbar, geht man noch aus. Also lange ist nichts, ist Gold nicht mehr da. Aber bis es soweit ist, sind natürlich auch Dinge wie die Bedingungen derjenigen, die in dieser Industrie tätig sind, natürlich in die ethische Debatte mit hineinzunehmen. Ein letztes, wenn ich mir das noch erlauben darf, ein drastisches Beispiel des Ganzen ist etwa, Sie haben das in den Medien vielleicht mitbekommen, die US-amerikanische Opioidkrise. Also, dass dort große Teile der Bevölkerung, das geht in die Hunderttausenden, von Opioiden abhängig werden. Und das begann bei den Minenarbeiterinnen und Minenarbeitern nämlich, denen neuartige Schmerzmittel verabreicht wurden, die allesamt suchtkrank gemacht haben. Also da sieht man auch, hat der Minenbergbau seine ganz großen Schattenseiten und das betrifft auch natürlich Gold im Konkreten. Vielen Dank. Ja. Ja, danke. Da fällt mir nur ein Spruch ein von einem Mann namens Hinrichs, der einmal gesagt hat, Gold stirbt nicht. Gold lässt sterben. Ja. Das ist ja mal ganz düster. Nachher. Wir werden das jetzt zu einem Abschluss bringen müssen, weil wir tatsächlich schon die Zeit haben und ich möchte gerne tatsächlich noch ein paar Fragen dann doch zulassen. Vielleicht als letzte Frage, wir sind hier ja doch in einem Museum, wo wir eben Funde haben, die wir uns dann auch noch anschauen werden. Eine Frage an alle als abschließende Frage, was können uns prähistorische Funde auch für die Gegenwart mitteilen hier? Also ich möchte auch trotzdem wieder die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart hier schlagen und vielleicht kann man dann so Subfragen dran anstellen, war früher alles anders? Gibt es Parallelen, Kontinuitäten, Anknüpfungspunkte? Anknüpfen an das, was wir eigentlich eh schon gehört haben. Für mich eigentlich spannend jetzt als Prähistorikerin ist doch, dass das menschliche Verhalten dann doch durch die Jahrtausende, also vor allem auch in Bezug auf Gold, das ist jetzt unser Thema, doch sehr ähnlich ist. Auf der einen Seite eben diese Überhöhung, Gold steht eben in fast allen Kulturen, also die Gold eben haben, für eben was Wichtiges, Wertvolles, Erstrebenswertes, Tolles. Also Gold ist schon toll, das muss ich schon auch jetzt wieder mal schon auch sagen. Aber eben dann wirklich dann doch wieder
Die andere Seite, wie gesagt, ich habe schon gesagt, wenn es dann irgendwie zu viel wird, wenn es dann um Verschwendung geht, wenn es um das eben nicht teilen geht und dann teilweise völlig sinnlose Dinge betrieben werden mit Gold, einfach nur, weil man es hat und weil man es kann. Und das haben die Leute auch schon früher gemacht und heutzutage, ich meine, Populärkultur, Kim Kardashian hat natürlich goldene Wasserhähne. Wozu? Völlig sinnlos, völlig dämlich. Oder ich glaube, irgendein komischer Rapper, der hat auch noch ein goldenes Klo. Oder irgendwelche Oligarchen. Einfach nur, weil sie es können, weil sie es haben. Ja, super gut. Aber derartig sinnlose Dinge mit Gold anzustellen, haben die Leute auch früher schon gemacht. Zum Beispiel bei uns im Goldkabinett diese goldene Axt von Tuvalau. Auch vollkommen sinnlos. Ich nehme diese goldene Axt, hacke damit einen Baum um, der Baum kratzt sich nicht einmal, der lacht vielleicht kurz einmal, die Axt verbiegt sich, also sinnlos in der Funktion, als das, was das Ding eigentlich gemacht worden ist. Aber eben da sieht man dann wieder, dass eben Gold doch was anderes ist. Und doch den Menschen, seitdem der Mensch Gold benutzt, immer wieder auch in einer völlig anderen metaphysischen Ebene begleitet. Weit ab von der Ästhetik, weit ab nur vom Glanz, sondern einfach sofort diese unglaubliche, geballte Symbolkraft da drinnen zu haben, zu sehen und miteinander auch damit zu kommunizieren. Also das ist das, was mich sehr berührt, dass das eigentlich der Mensch war schon immer gleich seltsam. Okay, so, also ich gehe weiter. So. Ja. Also ich sehe das sehr ähnlich, weil wir haben Gold und das, glaube ich, ist für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Essentielle. Wir wollen jetzt nicht das Materielle am Gold jetzt herausfinden, sondern wir wollen die immateriellen Eigenschaften eigentlich, die das Gold erzeugt, diese soziale Distinktion, dass also hier tatsächlich eine Segregation passiert, ein Selektieren auch auf unterschiedliche Hierarchien, auf unterschiedliche Ebenen. Das heißt, dieser sozial-archäologische Aspekt ist hier oder steht ganz im Vordergrund. Und was für uns natürlich jetzt ganz wichtig ist, wir brauchen aber dann diese Funde in einem Kontext, in einem archäologisch verwertbaren Kontext und nicht einfach als Einzelfunde oder durch Sondengänger getane Funde. Das bringt uns nichts, weil das ist eigentlich einfach ein Artefakt mehr, das eigentlich nur mit einem Wert bemessen kann, der ins Materielle geht. Während wenn wir einen archäologischen Kontext haben, dann haben wir auf einmal die Möglichkeit, auch diesen immateriellen Wert und diese immateriellen Eigenschaften und die Wertschätzung, die diesem Fund auch seinerzeit beigemessen worden sind, praktisch zu ermitteln. Wir haben zwar jetzt, wir wissen, dass in etwa ab der Mitte des dritten Jahrtausends Gold auch etwas für andere Güter als Wert bemessen worden sind, also sprich wie ein Geld. Ja. Natürlich, das regt auf. Wir denken nur an den Raub jetzt vom Museum in Manching mit den Regenbogenschüsselchen. Ja, also das kommt dann auch in die Medien, ja, sowas. Aber natürlich haben wir auch weiterhin, Gott sei Dank, andere Objekte, nicht nur mehr Geld, ja, das dann in Gold praktisch umgemünzt wird. Und das ist für uns jetzt sehr wichtig, weil wir dann andere Lebensumstände, andere Qualitäten, andere Handlungen, andere Praktiken damit einher sehen, gehen sehen. Ja. Und natürlich, wir haben immer auch den Fokus auf die, wie soll man sagen, auf das Materielle, nämlich gerade das, was uns sehr fasziniert, ist eben diese Verarbeitungsmöglichkeit, dieses Handwerk, das damit eigentlich schon eine wirkliche Größe gezeigt hat in einer Zeit, wo wir uns das vielleicht gar nicht so vorstellen wollen. Ja? Wir sehen es vom Kupfer her, dass da wirklich viel da ist. Und dann sehen wir aber trotzdem mit deutlich weniger Möglichkeiten bei Gold, weil Gold durch diese Weichheit eben nur getrieben, ziseliert, punziert werden kann, nur ganz wenige Punzen zu der Zeit überhaupt zur Verfügung waren. Und dann schaffen die es wirklich europaweit, keine einzige Schale, wie zum Beispiel hier, mit der gleichen Verzierung zu machen, sondern sie sind alle nur aus 4-5 Punzen,
bestehen sie und sind damit dekoriert, aber sie sind alle in sich ein bisschen anders. Und das ist dieses individuelle Moment wieder, das hier dann uns auch wirklich anregt zu schauen, was ist das möglicherweise Rituelle, das Standardisierte dahinter, wie soll es ausschauen, die Schalenform beispielsweise, aber was ist dann wieder das Regionale, das Lokale, das Spezifische auf eine kleine Bevölkerungsgemeinschaft, auf eine Identitätengemeinschaft, die sich damit ja natürlich auch auseinandersetzt und so einen geistigen gemeinsamen Hintergrund, geistige, auch rituelle Praktiken wieder neu interpretieren. Bitte. Danke. Ja, vielleicht beides aufgreifend, nur ganz kurz. Ich glaube, das ist wahr, beides. Nämlich, dass sich in unserem Gesamtumgang mit Gold letztendlich das spiegelt, was wir in der Philosophie, zumindest einmal, heute eher weniger, aber einmal, ein metaphysisches Bedürfnis nannten. Ja, also, und was ist ein metaphysisches Bedürfnis? Ein metaphysisches Bedürfnis ist schlicht und ergreifend das Bedürfnis danach, dass unsere Erfahrung der Welt mehr ist als, wie wir heute sagten, Dinge, die in der Gegend rumliegen. Wir wollen Bedeutung, wir wollen Werterfahrung, wir wollen Sinn, nicht wahr? Und Gold, auch im Sinn von Luxus, der jetzt angesprochen wurde, ist eine Strategie, sich Sinn zu verschaffen. Im Leben Luxus generell ist eine Strategie, sich Sinn zu verschaffen. Und ich glaube, gerade Gold in seiner völligen Vielfalt, die jetzt auch aufgetaucht ist in den zahlreichen Wortmeldungen und auch Fragen, herzlichen Dank, es zeigt eine ganz besondere Sache, nämlich weil es so vielfältig ist, wirft es uns auf die Frage zurück, ja, vielleicht wollen wir nicht nur Wert und Sinn und Bedeutung in unserer Welt finden können, vielleicht sollte es auch der richtige Wert, der richtige Sinn und die richtige Bedeutung sein, die wir suchen und nicht einfach irgendeine. Und ich glaube, das manifestiert sich an Gold sehr schön, weil es so vielfältig ist. Das ist eigentlich schon ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Und ja, ich würde sagen, wir schließen hier einmal jetzt. Wir haben sehr viele Aspekte ansprechen können. Wir haben natürlich bei weitem nicht alle Aspekte, die sich vielleicht uns allen hier jetzt so als Assoziationen ergeben, abdecken können. Aber ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken, Frau Alexandra Krenn, Herrn Robert König, bei Frau Carina Grömer.